Hey ho, willkommen auf meinem Kanal. Bald ist Weihnachten, noch zweimal schlafen. Ja, heute kommt ein Video, was mir besonders am Herzen liegt. Ja, ihr wisst es, ihr habt schon gesehen. Es geht heute um meine Jahresfavoriten aus 2019. Und zwar geht es um Bronzer, Rouge und Highlighter. Ihr wisst. Das ist meine Obsession. Und wenn ihr sehen wollt, was mir so gefallen hat 2019, dann bleibt dran, es geht direkt los. Wir fangen an mit Bronzer. Und da liegen hier Sachen vor mir, die sind sowas von Cliro Claro eindeutig unglaublich. Ja. Zum einen fand ich echt ganz gut von Revolution diesen neuen Bronzer, diesen Mega-Bronzer in der Farbe Cool. Den fand ich gut, der war in meinen Favoriten einst, ja. Gutes Produkt für die Drogerie, definitiv absolut ein gutes Produkt. Dann ein Produkt, das hat mich wirklich extrem überrascht und überzeugt, und zwar von Oma. Dieser Double Take Sculpt and Strobe Duo Stick, so heißt er. Da habt ihr auf einer Seite eine Creme-Kontur und auf der anderen Seite einen Creme-Highlighter. Und ich finde beides toll, also beides wirklich richtig toll. Wenn man Creme-Kontur mag, finde ich, ist das ein richtig tolles Produkt. Und ich muss auch sagen, ich hatte einst in einem Favoritenvideo den Bronzer von Milk, diesen Baked, ja, diesen Stick, den habe ich wieder verkauft, weil ich den hier besser finde und ich nicht täglich Creme konturiere, ja, also ich brauche nicht 10 Creme Konturprodukte. Das heißt, ich habe den Milk Bronzer wieder verkauft, wegen ihm hier, und ich hatte den Huda Beauty Tintur, auch den habe ich wieder verkauft, wegen ihm hier, ja. Spitzenmäßig das Produkt. Auch hier muss ich wieder sagen, das hatte ich in meinem Favoritenvideo schon gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Als diese Marke rauskam, haben alle Influencer der Welt darüber gesprochen. Jeder hat ein Video gedreht, alle haben gesagt, geil, 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 geil. Der Hammer, yeah. Ich weiß nicht, vielleicht war es halt gerade hot, das Thema, ja. Dann hat keiner mehr drüber gesprochen. Ich benutze die beiden Produkte, also das und auch die Foundation, ziemlich häufig. Erwähne das auch immer wieder, weil ich finde, die haben einen richtig guten Job gemacht und ich fände es sehr schade, wenn das nur so ein Aufflammen von dieser Firma wäre. Denn die Produkte sind sehr interessant und die haben jetzt, glaube ich, auch irgendwas rausgebracht, augenbrauenmäßig oder so. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal diese Marke mir mehr angucken, weil spitzenmäßiges Produkt, spitzenmäßig. Dann gab es ein Produkt, ich glaube im Sommer, was ich eigentlich gar nicht haben wollte, mir dann aber doch geholt habe, und zwar von Art Deco, dieser Glow Bronzer. Ich würde fast sagen, es für dunklere Hauttypen ist es eher ein Highlight. Für mich war es im Sommer richtig geil als Bronzer-Topper, ja. Einfach so ein bisschen markanteren, matteren Bronzer und dann das oben drüber. Wunderschön. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, das nächstes Jahr wieder richtig im Sommer den Glow raushängen zu lassen mit dem Produkt. Richtig, richtig gut. Dann kam eine Palette raus, die auch in meine Favoriten gewandert ist, und zwar die Natasha Denona Tan Palette. Ich war extrem begeistert. Jetzt muss ich aber dennoch sagen, sie schwächelt ein bisschen für mich. Oh mein Gott, ja, also ich liebe Natascha, aber ich finde, diesen Creme-Highlighter, den kann man eher als Glowy-Bronzer benutzen, wenn man einen Farbton hat wie ich von der Haut. Dieses Produkt finde ich nicht so toll. Das ist so ein super, ja, also das ist eher für mich ein Lidschatten, ja. Diese Bronzerfarbe ist eher ein Blush/Bronzer, aber schon geil, aber auch speziell. Was halt hier in dieser Palette einfach wirklich richtig geil ist, ist der Highlighter. Der ist wirklich toll, für mich aber auch nur im Sommer zu benutzen, einfach aufgrund der Farbe. Und
Ich habe auch so ein paar hellere YouTuber gesehen, die das gezeigt haben und auch viele haben das voll toll gefunden. Und ich dachte mir so, nee, sorry, aber das ist bei dir zu dunkel. Ja, deshalb, das ist schon, ich würde eher sagen, für ein Medium bis dunkleren Hautton interessanter als jemanden wie mich und heller. Ja, trotzdem eine schöne Palette, ist aber, finde ich, tatsächlich von den Natasha Denona Gesichtspaletten nicht unbedingt das absolute Muss. Kommen wir zu einem für mich absoluten Muss von Natasha Denona, und zwar dem Contour Sculpting Powder von Natasha Denona. Ihr könnt auch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, es bildet sich schon langsam eine Kuhle, denn ich muss sagen, ich benutze es fast jeden Tag. Wirklich. Es ist eine schöne Kontur, super von der Farbe, super von der Verblendbarkeit, recht dezent, also nicht zu drüber. Man kann es aber auch gut aufbauen. Ist absolut verdient in meinen Jahresfavoriten, denn ich würde sagen, von allen Bronzern, die hier liegen, ist das der meistgenutzteste in diesem Jahr, zusammen mit dem hier. Darüber wundere ich mich heute immer noch, ja. Ich habe den, als Too Faced nach Deutschland kam, mir den geholt, weil alle darüber gesprochen haben, und ich habe den benutzt, dachte so, ja, toll. Er ist überhaupt nicht toll, ja. Man muss ihn in der alten Variante eigentlich für mich ein Ticken zu dolle aufbauen. Also er hat mir nicht Wumms genug. Das ist aber im Moment das, was ich an ihm richtig schätze, weil ich kann den aufbauen, 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 so wie ich es will. Normalerweise mag ich das nicht, ja. Ich möchte es machen, zack, Produkt, fertig. Und nicht Produkt, 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 ja. Aber trotzdem habe ich in diesem Jahr so unglaublich viel zu dem gegriffen, dass ich ganz begeistert bin. Und ich habe jetzt gehört, dass der neue in der neuen Verpackung pigmentierter sein soll als der hier. Egal, absoluter Jahresfavorit, und ich würde fast sagen, von den Bronzern, die ich hier liegen habe, Nummer 1 mit einem Neuzugang, und zwar Laura. Laura Mercier Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Ich habe hier die Farbe 4. Ich hätte vielleicht auch die Farbe 5 nehmen können. Das ist schon sehr, sehr warm. Ich denke, für den Sommer wird es richtig gut nochmal so als Topper funktionieren. Jetzt funktioniert es gerade für mich als sehr softer Bronzer. Wisst ihr, wenn man nicht so viel Bronzer haben will, sondern sich mehr aufs Rouge konzentrieren will, finde ich das ein, ja, einfach spitzenmäßiges Produkt. Und ich könnte mir vorstellen, sogar noch eine andere Farbe mit von dem Sheer Perfecting Powder. Vielleicht noch einen dunkleren. Ich würde es mir dann mal in den Stores angucken, mir noch dazu zu kaufen, weil es ist wirklich, also von den Pudern, für mich könnten alle Puder auf der ganzen Welt in dieser Textur sein. Ja, ob es jetzt Rouge ist, ah, Leute, unser, diese Textur ist einfach unnormal. Ja, Wahnsinn. Das waren meine Bronzer. Kommen wir zur Kategorie der Kategorien, und zwar Rouge. Anfang des Jahres ungeschlagen. Laura Mercier in der Farbe Sangria. Das ist mein erster Laura Mercier Blush. Sagenhaft. Ganz, ganz geile Textur. So eine schiere Textur, die unheimlich lange hält, sehr intensiv ist. Ganz, ganz außergewöhnliches Rouge. Wahnsinn, richtig geil. Dann Jouer, und zwar insbesondere dieses Rose Gold Set. Traumhaft sind die Rouges. Also, es gibt ja so Produkte, da redet ganz Instagram oder ganz YouTube drüber und man fragt sich selber, warum eigentlich, weil so geil ist es nun wirklich nicht. Hier ist es berechtigt. Also, es haben eine Zeit lang sehr viele sehr geschwärmt von diesen Rouges. Zu Recht. Richtig tolle Rouges. Richtig toll. Dann kam zu meinem Geburtstag im Februar ein Rouge bei mir an. Und zwar, wartet, meine Jungs aus Amerika haben mir dieses hier zum Geburtstag geschenkt. Ihr wisst es doch. Ihr wisst es. Ein Buxom Wanderlust Blush in der Farbe Goa. Ja, meine Jungs haben mir das zum Geburtstag geschenkt. Ihr seid die Besten. Ja, denn das, ich glaube, alles in allem sind es die besten Rouges, die ich jemals probiert habe. Ich habe jetzt auch noch diese hier. Ja. Alle Farben, die ich von denen habe, sind spitze. Die haben alle so einen Glow,
Und wenn man ins Fännchen guckt, denkt man erst, oh, da ist ja Glitzer drin. Ja, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, man das bestimmt nicht. Ein bisschen kann man es sehen, aber auf dem Gesicht seht ihr das nicht. Es schafft einfach einen ganz tollen Glow. Und was an denen so geil ist, sie sind extrem pigmentiert, sehr intensiv, was ich halt toll finde. Und sie halten für immer und immer und immer und immer und immer. Das sind wirklich eigentlich die besten Rouges, die es gibt. Einfach sagenhaft. Dann kam, ich glaube im Sommer irgendwann, zwei Produkte zu mir oder im Frühjahr schon. Die beste Gesichtspalette des Jahres. Definitiv. Ich musste erst mal überlegen, von welchem Zeitraum, aber des Jahres definitiv. Mal gucken, was noch kommt. Aber die Natasha Denona Blumenpalette, ich raste aus. Leute, ehrlich, diese beiden Töne, diese Creme Rouge zusammengemischt, das ist ja eigentlich ein Creme Highlighter, aber Leute, ganz ehrlich, also bei mir funktioniert der nicht als Highlighter. Die beiden gemischt, wow, das alleine Statement Chic, hallo, ey. Unglaublich. Auch dieser Duo Glow hier. Ja, ihr habt richtig gesehen. Genial, genial. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist der Highlighter. Hat mir zu viel Glitzer, ist nicht toll. Aber spielt keine Rolle, weil die drei Produkte sind spektakulär. Einfach eine. Wenn mich jemand fragt, brauche ich die Blumenpalette, dann sage ich immer ja, wenn du auf Rouge stehst. Wenn du ganz dezenten Hauch von Rouge haben willst, bitte nicht. Aber wenn du richtig Bock auf Rouge hast, dann ja, brauchst du die. Und bitte, Natascha, mehr Farbe. Bitte. Auch eine Palette, die bei mir in die Favoriten gehüpft ist, irgendwann im Laufe des Jahres, ist die Natasha Daria Diamond and Blush Palette. Hauptsächlich wegen diesem Creme Rouge hier. Ja, das ist wunderschön. Und auch das Rouge ist wunderschön. Der Creme-Highlighter ist okay. Die beiden Highlighter sind okay. Eigentlich würden mir in dieser Palette wirklich die Rouge-Töne hier reichen, denn auch das ist so ein Duo-Glow auch mega. Gott, guck bitte. Alter Schwede. Tolle Palette. Würde ich jetzt. Sie ist zu Recht in meinen Monatsfavoriten, in meine Jahresfavoriten, wenn ich es jetzt nicht so gemacht hätte, wie ich es jetzt gemacht habe, dass ich quasi meine ganzen Monatsfavoriten unter die Lupe nehme und das heute nochmal bespreche. Sie hätte es nicht in die Jahresfavoriten geschafft, aufgrund der Highlighter und des Preises. Weiter geht's, auch mit einem Produkt, wo viele drüber gesprochen haben und dann aber irgendwie plötzlich gar keiner mehr. Und zwar Cover FX Monochromatic Blush Duo. Ich habe die Farbe Spice Cinnamon. Intensiv, sehr intensiv, richtig schöne Rouges. Die Idee ist toll und es werden sicherlich noch ein paar andere Farben einziehen. Ganz toll. Und auch hiervon werden noch Farben einziehen. Zuerst dachte ich so, naja, ist ganz okay, aber. Aber Natasha Denona Blush Duo. Ich habe die Farbe Tau Tau und Strawberry Cheeks. Strawberry Cheeks ist sagenhaft, weil den kann man aufbauen. Also man kann ihn durchaus soft auftragen. Man kann ihn aber auch aufbauen. Und ich finde, das ist eine Farbe, die. Ich denke, zu jedem und jedem Look, zu jeder Hautfarbe, der passt. Der ist wirklich, das ist für mich so, zu dem Make-up, was nehme ich für ein Rouge? Strawberry Cheeks. Wartet. Strawberry Cheeks. Strawberry Cheeks. Ich habe heute ein relativ softes Rouge drauf. Strawberry Cheeks ist super schön. Definitiv Jahresfavorit und vor allem, ich liebe die Verpackung. Ich finde sowieso das Packaging von Natasha Denona geil, seitdem sie weiß ich nicht, das ist so ein bisschen clean, irgendwie so, könnte auch so eine Pillenverpackung sein, wisst ihr, irgendwie ist es so, ja, ich liebe die Verpackung. Einfach genial. Kommen wir noch zu zwei Rouge-Produkten, die ja Limited Editions sind, aber es ist Weihnachts-Limited Edition, vielleicht kommt ihr noch irgendwo dran und ich muss sie einfach erwähnen. Ich kann sie nicht unerwähnt lassen. Natürlich die Blush Ghost Palette von Hourglass. Ich höre jetzt immer wieder von Leuten, ah, da ist so Glitzer drin und so. Nein, jein,
Jein. Ich sage immer, es gibt das Hourglass Glitzer. Ja, alle Produkte, so gut wie alle Produkte von Hourglass, haben diese Mikroglitzerpartikel drin, die man aber am Ende auf dem Gesicht nicht sieht. Die sind irgendwie, die machen diesen Blurring-Effekt aus, schätze ich mal. Ich finde aber trotzdem, also auch wenn ich es nochmal genau unter die Lupe nehme, dass bei mir diese beiden Töne überhaupt keinen Glitzer haben. Ja, also. Mikro-Hourglas-Glitzer, ja. Der hier ist so ein bisschen glitzeriger, aber alle anderen, vergiss das mit dem Glitzer irgendwie. Also, ihr wisst, ich bin die Glitzerpolizei. Ich hasse das, wenn Gesichtsprodukte so glitzerig sind. Ich finde das schrecklich. Aber bei den Hourglas-Produkten ist es irgendwie eine andere Dimension von Glitzer. Schwierig zu beschreiben, aber macht euch keine Sorgen ums Glitzer. Selbst wenn ihr im Pfännchen beim Swatch denkt, oh, Glitzer, nein. Probiert es im Gesicht, ihr habt das nicht, ihr seht das nicht, ja, einfach super. Und ich muss sagen, den Vogel abgeschossen von Weihnachts Limited Editions dieses Jahr hat definitiv Tarte mit diesen Dingen hier. Das ist wirklich für mich, also sagenhaft. Ich weiß nicht, also Tarte, Hammer. Und zwar, das gab es zusammen, ja, Nine Ways to Glow, Nine Ways to Shine hieß es, glaube ich. Und da habt ihr jeweils so ein Ding, ja, immer so eine Highlighter und zwei Blushes. Ich habe es euch schon ein paar Mal gezeigt, aber für mich ist das wirklich die Limited Edition des Jahres. Unglaublich, einfach toll. Und ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo gibt für die Leute, die es nicht bekommen haben. Es tut mir so leid für euch, wenn ihr es nicht bekommen habt, ehrlich. Ja, weil es ist wirklich toll. Und für den Preis, es hat, glaube ich, 36 € gekostet oder so. Ja, 36 €, Leute. Ehrlich. Last but not least, Highlighter. Und mein Highlighter-Stapel ist tatsächlich so klitzeklein, was ich selber total interessant finde, weil alle sind so super Highlighter-obsessed. Ich auch, ich liebe Highlighter. Aber ich habe da so meine Liebsten. Einen davon trage ich heute und ich zeige ihn eigentlich immer ungerne. Aber auf der anderen Seite zeige ich ihn auch gerne, weil er ist es zum einen wert und zum anderen bringt Anastasia Beverly Hills ihn immer mal wieder auf den Markt. Ja, der Amorisi Highlighter. Er ist so unglaublich toll. Wirklich. Es ist einer der allerschönsten Highlighter, die es gibt. Er hat halt diesen Goldstich. Er ist schon etwas gülden, aber er ist definitiv tragbar. Ich weiß nicht, ob er tragbar ist für hellere als mich. Ja, muss man mal gucken. Aber für hellere als mich gibt es ja Natasha. Den Natasha Denona Superglow in der Farbe. Oh, ich muss immer wieder gucken. 01 Fair. Ja, der hellste. Der ist jetzt im Vergleich zum Amrisi viel kühler, könnt ihr sehen. Für mich die Nummer A. Schwierig. Nee, kann ich nicht sagen. Weil ich glaube, am Ende des Jahres ist das tatsächlich meine Nummer 1, die jetzt kommt. Nein. Die sind alle drei Nummer 1 für unterschiedliche Effekte. Denn Laura Mercier Matte Radiance Baked Powder in Highlight 1 ist das hier. Ihr seht, hat einen ganz anderen Effekt. Die beiden sind richtig Alarm. Und der hier ist so soft. Und wenn ihr euer Gesicht so bewegt, dann denkt man so, warum sieht sie so gesund aus? Was hat sie da Freshes auf dem Gesicht? Bei den beiden denkst du eher so, Highlighter! Aber hier so, oh wow, das sieht so schön aus. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Es ist immer noch meine Probe, die ich aus dem amerikanischen Sephora von meinen Jungs habe. Meine Fresse. Sorry, meine Ausdrucksweise. Das ist einfach. Ja, ich liebe die. Also ich liebe alle drei. Ne? Ich liebe wirklich alle drei und jeder von ihnen ist es wert. Ja, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. So, ihr Lieben, das ist das Ende des Videos. Haut mal raus. Was waren eure Lieblingsblush, Lieblingsbronzer und Lieblingshighlighters? Das interessiert mich sehr. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch einen ganz tollen Heiligabend und eine ganz tolle Weihnachtszeit mit eurer Familie, wie auch immer ihr das gerne feiern wollt, ob mit oder ohne Familie, wie auch immer. Habt eine richtig schöne Zeit und
Wir sehen uns. Bis dann.